Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Infinite Warfare mit mir, alle Wachen 1992. Auf der Map Retaliation. Okay. Und heute mal mit der Kammer 45 ohne Aufsatz. Scheiße, habe ich vergessen. In der Windeseile. Aber ist halt praktisch eine Vektor. Gut, Ironside ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und ja, immer noch mit unseren, ja, coolen Typen. Ich verstehe halt nicht, warum. Okay. Wir sind jetzt nicht wirklich viele. 4 gegen 3. Nee. 5 gegen 4. Warum ich hier auch nur wieder eine richtige Waffe reinnehmen konnte. Weil ich habe eigentlich kein Overkill oder wie auch immer eigentlich ausgerüstet. Also so, dass ich... Oh, scheiße. So, dass ich halt irgendwie... Eine zweite Standard-Hauptwaffe mit drin reinnehmen kann. Und ich muss mich natürlich erstmal wieder an die Map hier... an die Map ebenfalls gewöhnen. Und natürlich auch an die Waffe. Die Map hier habe ich übrigens noch nicht gespielt. Und ich habe alle, nur einfach mal als Hinweis, ich habe mal, weil ich gerade Bock habe und eine schöne Lobby gefunden habe, ich habe mal alle vier Folgen jetzt Infinite Warfare für euch aufgenommen, nacheinander. Oh, deswegen kann sich ab und an mal ein bisschen was überschneiden, was ich gerade sage. Aber das Gute ist halt, na scheiße, 2, 3. Das Gute ist halt aber, dass ich weiß, was ich gesagt habe und was nicht. Ja, es gibt auch positive Sachen, wenn man halt was aufnimmt. Beziehungsweise nacheinander. Na komm! Ansonsten, ja, was ist das Waffenfeeling? Fühlt sich, wie gesagt, sehr interessant an. Fühlt sich halt wie ein Ghost an. Habe ich ja schon gesagt. Ich finde, das... Alter! Holy shit. Das Game hat Potenzial. Das habe ich auch bei Black Ops 3 gesagt. Weil es so ist. Ich finde wirklich, dass die... Na, scheiße. Dass die Games wirklich Potenzial haben, wenn sie richtig umgesetzt sind. Und ich glaube, so langsam. Natürlich, ich weiß, ist natürlich auch wieder eine Sache. Das eventuell... Also wegen dem Hate. Kann ich natürlich auch verstehen. Aber ich finde... Meine persönliche Meinung ist, Infinite Warfare finde ich so vom Spielen her besser umgesetzt als Black Ops 3. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach so. Hat halt nochmal ein etwas anderes Feeling. Vielleicht weil ich Ghosts halt gerne gespielt habe. Und es fühlt sich halt wie Ghosts an. Ich weiß, das sage ich jetzt auch schon zum hunderttausendsten Mal. Scheiße. 7-6. Aber ist halt nun mal so. Ich wollte irgendwas noch sagen. Genau. Also... Eventuell. Die Gerüchteküche brodelt ja immer noch wieder. Ich hoffe mal, mein Mikrofon ist an. Ja. Die Gerüchteküche brodelt ja mal wieder. Was könnte sein das COD von nächsten Jahr? Ich weiß gar nicht, wer nächstes Jahr dran ist. Müsste Treyarch? Nee. Wer ist denn nächstes Jahr dran? Ne? Ich weiß gar nicht, welche Entwicklerstudio jetzt nächstes Jahr dran ist. Auf jeden Fall... Könnte es ein Call of Duty werden, was im Vietnam-Setting sein könnte? Wäre auf jeden Fall nice. Weil das Problem ist, man kann sagen, pass auf, die können da dran eigentlich nichts versauen. Aber ehrlich gesagt, können sie da dran was versauen, wenn sie es scheiße machen. Ist einfach so. Und meiner Meinung nach ist halt auch ein Ziel, muss COD so langsam einsehen, dass die ein ordentliches Anti-Cheat-Programm benutzen müssen, so wie ein Fairfight, ein Battle-Eye oder sonst irgendwas. Weil es kann nicht sein, dass man halt wirklich ein Spiel hat, was 18 Stunden auf dem Markt ist, gespielt wird und schon die ersten Hacker auf dem Start sind. Das habe ich ja euch vor ein paar Folgen schon gesagt. Weil das sehe ich nicht ein und das ist klar, dass denn COD immer weniger Leute hat, allein durch das Setting. Was halt auch nicht gerade für sich spricht. So, die Drohne holen uns da. Den da will ich haben. Nicht abhauen. Hä? Ah, scheiße. Ja, hau ab. Ich glaube nicht. Nee, krieg ich den? Nee, krieg ich nicht. Schade. Und ja. Aber ein Vietnam-Setting. Wäre cool. Ich warte hier kurz mal. Ah, schade. Den leider nicht gekriegt. Alter! Holy shit. Vietnam-Setting wäre halt wirklich sehr interessant. So, dich habe ich zum Glück gesehen.
Alleine, weil es halt schon lange nichts mehr sowas war. Ich bin auch der Meinung, wenn ein Dice. Ah, scheiße, wenn 15, 10 ist okay. Wenn ein Dice hingehen würde, nach Battlefield 1, und dann als nächstes Battlefield ein World War II Setting bringen würde, würde ich mal sagen, dass das ebenfalls nicht schlecht ankommen würde, weil mit Battlefield 1 haben sie definitiv alles richtig gemacht. Die haben Fair Fight drinne, BattleEye soll meines Wissens auch dazu noch kommen als Anti-Cheat-Programm. Das heißt, die haben wirklich so gesehen alles richtig gemacht. Ein COD macht teilweise was richtig. Die so haben jetzt schon MW1 remastered, ist okay. Da müsste halt ebenfalls ein ordentliches Anti-Cheat rein. Infinite Warfare, ich sag mal so, ist auch okay, kann man spielen. Ist halt jetzt Geschmackssache, ob man wirklich will. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oder ich habe damit teilweise gerechnet. Ich habe gehofft, dass der Typ ein bisschen schneller vorbei ist. Bei mir. Komm jetzt hier. Sterb. So, den haben wir auch. Und ja. Darum wäre halt. Ist halt vieles, vieles möglich. Viel Potenzial auf jeden Fall am Start. An Spielen, an Szenarien, wenn sie es halt richtig machen. Alter, die bombardieren mich aber auch. Holy shit. Und die nächste Gerüchteküche, was ich für euch tue. Habe ich hier heute gelesen, also halt immer noch Freitag, dass das nächste Call of Duty, was eventuell remastered werden soll, oder na, so teilweise, na, bestätigt ist es noch nicht, aber was, wo ist er denn? Was sehr wahrscheinlich ist, was halt schon so durchgeblickt worden lassen ist, blablabla, ist wahrscheinlich Modern Warfare 2. Würde ich auf jeden Fall nicht schlecht finden, weil dann könnte ich mein altes MW2 deinstallieren und mit neuem, mit dem Remaster anfangen. Also mit dem Remaster. Mit dem geremasterten MW. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Hey, mein Freund. Krieg ich dich so? Nein. Schade. Und das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht, wenn da ein MW2 nochmal geremastert werden würde, weil mit den Remasters. Gehen wir einfach mal, sagen wir es einfach mal straight raus, können sie definitiv nichts verkehrt machen. Außer das Anti-Cheat-Programm. Ansonsten können sie damit halt durch das Setting, alles drum und dran, weil sie es ja nur remastern, können sie damit halt nichts falsch machen. Ist halt so. Ist halt ein COD. Ja, scheiße. Ich wollte eigentlich anhitten und dann einmal schießen. Na gut, egal. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Oh, shit. Und ja, wie gesagt, MW2 Remastered, wow, wäre auf jeden Fall neben MW1, was sie jetzt schon gemacht haben, auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wie gesagt, die müssen halt sich ein BattleEye oder ein Fairfight oder sonst irgendwie irgendein ordentlich und gescheites Anti-Cheat holen, sodass man halt gegen keine Hacker mehr spielt. Battlefield 1 beispielsweise hat halt aktuell Fairfight, habe ich ja schon genannt. BattleEye soll laut sagen kommen. Oder so, was ich gehört habe. Beziehungsweise gelesen habe. Rainbow Six Siege benutzt ja schon beides. Und da sind keine Hacker mehr drin. Oder super, super selten. Battlefield. Alter, Kimbo spast, Alter. Und. ja, sorry. Und. Battlefield 1 benutzt aktuell halt ja nur Fairfight und die Bannwaves, was die an heute schon wieder weggebannt haben in den 2 Stunden, das waren schon wieder, ich glaube, 15 oder 20 Leute, die die heute gebannt haben. Was nicht gerade ein Pappenstiel ist. Na, scheiße. Aber es macht halt das Spiel clean und es bockt halt umso mehr, weil du weißt, pass auf, dir kann dann nichts passieren, du wirst halt nicht weggehackt, das ist einfach so. Ja, gut, ist ein bisschen lame. Man merkt auch. Ja, super. Fuck you. Dass halt mehr Infinite Warfare, nicht Infinite Warfare, hier Modern Warfare 1 Remastered spielen. Aufgrund der aktuellen Spieleranzahl. Es steht leider nicht wirklich drin, wie viele genau spielen. Finde ich ein bisschen schade, das würde ich schon ganz gerne mal wissen. Oh.
Nein, scheiße, das Ding war doch aufgeklappt und ich war doch drauf. Och, komm schon, will ich. Und mein... Natürlich ist das natürlich kaputt. So, immerhin mein Kill. Und das ebenfalls. So, nimm die auch noch mit. Den auch noch. Den tun wir ebenfalls nochmal mitnehmen. Ich verstehe halt... Oh, scheiße. Okay, 31-20 ist okay. Ich verstehe halt nicht, warum die alle in mich reingelaufen sind. Ich habe keine Ahnung. Aber nur gut egal. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. 31-20, 1,55 KD. Ja, ist okay. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ah, der hatte halt nur mal so ein... 6 Treffer. 7 Hits hat er gebraucht. Und einen habe ich natürlich ihm nicht geben können. Ja, nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, einmal bitte liken. Das bringt mich sehr weiter und meine Videos natürlich auch. Um halt eine größere Community zu werden. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus, ich bin Ladewach 1993. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.